Leute schlagen andere Leute und die fallen nicht um, obwohl die sich auf nichts anderes konzentrieren als auf das Schlagen. Und jetzt sollen die sich auf die gefährlichste Sache, die jemals in ihrem Leben sich auf die zubewegt, zu 50% konzentrieren und zu 50% mich hier umhauen, wo es genug Leute gibt. Wenn ich jetzt sage, oh ja, es könnte ja ein Messer in der Hand sein. Das müssen wir noch offen machen. Es könnte ja ein Messer in der Hand sein. Also wehre ich immer ab, als wäre da ein Messer in der Hand. Schön weit vom Kopf. Ganz klassisch gerade mal. Ja, wir können da vom Kopf. 360-mäßig, ganz oldschool. Ja, genau, schlag mir das. Genau, mal. Aber wenn der erste Schlag mich nicht umhaut, das passiert nun mal, ne? Leute schlagen andere Leute und die fallen nicht um, obwohl die sich auf nichts anderes konzentrieren als auf das Schlagen. Und jetzt sollen die sich auf die gefährlichste Sache, die jemals in ihrem Leben sich auf die zubewegt, zu 50% konzentrieren und zu 50% mich hier umhauen. Wo es genug Leute gibt, wollen wir nur einmal nach draußen gehen und gucken, ne? Beliebiger Samstag, da sieht man das. Wo es genug Leute gibt, die selbst wenn sich 100% darauf konzentrieren, mich zu schlagen, mich nicht mit einem Schlag umhauen und auch nicht mit dreien, sondern ne? Abrutschen, nicht perfekt treffen und selber kassieren. Das ist eine. Das zweite ist, hier, damit kann man das nicht festhalten. Ne? Lass mal schneller. Mit der Hand, greif mal mit der Hand bitte hier. Ne? Abwehren und mit der Hand greifen. Das ist kein Griff, der irgendwas hält. Hier ist nur, das wird drehen, hier ist nur der Daumen. Das ist exakt nur der Daumen, der jetzt das hier verhindern soll. Das geht nicht. Wenn ich nicht komplett verblödet bin und auch nur ein bisschen eine Idee vom Kämpfen habe, dann komme ich hier entweder so ganz locker raus und mach mal Druck nach vorne. Na egal, so geht's. Nochmal, nach vorne. Mach's wieder Druck nach vorne, ne, dass ich hier meinen Arm nicht rausziehen kann. Ich muss schon sehr verblödet sein, um das vorzunehmen, ne, weil es so einfach ist, hier festzuhalten und hier irgendwann entwickle ich ihn schon. Ne, und einmal ist nicht schlimm, aber 10-mal ist fatal. Also das ist leider. So, plus, das ist kein Messer. Ne? Also wehrst jeden Schlag ab, als wäre ein Messer in der Hand hier. Spätestens der dritte sitzt. Meist schon der zweite. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man so weit vom Kopf nimmt hier, auch oft der erste schon. Ja, weil ich mache nicht immer einen perfekten Bogen. Ich komme auch nicht immer perfekt gerade. Ich mache einfach so ein Zwischending. Und wenn du dann denkst, oh, das wird ein Bogen, passiert. Also ist nicht optimal, es sei denn, man macht es mit einem Trainingspartner, der mitspielt. Deshalb, jetzt sind wir auch fertig. Alles behandeln, als wäre ein Messer in der Hand. Alles behandeln, als wäre kein Messer in der Hand und der andere könnte schlagen. Und das heißt, dicht machen, Full Cover und die gefährliche Distanz sofort unterschreiten und erlauben. Reingehen. B-Griff, austeilen, wechseln in den dominanteren Griff, auf den Boden knallen und dann je nachdem abhauen oder die Situation sichern, indem ich komplett kampfunfähig gemacht werde. Wenn er dann sieht, das Messer, ne, dann würde ich nicht jetzt irgendwie versuchen, da zu entwaffnen oder so, sondern sagen, okay, das habe ich jetzt zu verschulden, muss jetzt K.O. gemacht werden. Das ist zu gefährlich sonst für einen Anfänger oder Mittelstufer. Weil er nicht weglaufen kann, weil er nicht alleine da ist. Andere Leute hier, um die er sich sorgt, muss er was machen. Jo. Und dann haben wir ein rundes System, was auch realistisch funktioniert, was man auch im Sparring ausprobieren kann und mit dem man ganz gut arbeiten kann.